Gut, in diesem Kapitel schauen wir uns an, was ein Matchduell ist, und es geht los. Matchduelle findet man bei offiziellen Turnieren, ich bin mir allerdings nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich so, dass es bei offiziellen Turnieren so ist, dass man mit Matchduellen spielt. Ein Matchduell besteht aus drei aufeinanderfolgenden Duellen, wobei derjenige Spieler das Duell gewinnt, der zwei von den drei Duellen für sich entscheiden kann, also Best of Three, wenn man es so haben möchte. Bei einem Einzelduell wird der Sieger durch ein einmaliges Duell ermittelt. Also es gibt mehrere Arten. Ein Matchduell, da wird insgesamt maximal dreimal gespielt und wer von den drei Malen zwei Duelle gewinnt, hat das Matchduell gewonnen. Und dann gibt es noch Einzelduelle, das ist einfach ein normales Duell, in dem nur einmal gespielt wird und derjenige, der gewinnt, hat das Duell gewonnen. Wenn es bei einem Matchduell einen Sieg und zwei Unentschieden gibt, so gewinnt derjenige Spieler, der das Match, der in einem Duell siegreich war. Also quasi, wenn es zwei Unentschieden gibt und einen Sieg, dann gewinnt der, der den einen Sieg halt erlangen konnte. Ist das Ergebnis ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden, wird das Match in einem Extra-Duell fortgesetzt. Also dann wird quasi nochmal gespielt, weil es dann 1,5 zu 1,5 dann steht. Ein Extra-Duell ist ein kurzes Duell, in dem derjenige Spieler gewinnt, der nach 4 Spielzügen die meisten Lebenspunkte besitzt. Das ist quasi dann eine Art Elfmeterschießen, wenn man es so haben möchte. Wer nach 4 Spielzügen die meisten Lebenspunkte besitzt, der hat dann das Matchduell gewonnen. Oder nach diesem Extra-Duell hat er das Matchduell gewonnen. Bei einem Matchduell gelten einige besondere Regeln. Die Spieler können zwischen den einzelnen Duellen Karten aus ihrem Deck, ihrem Extra-Deck und ihrem Side-Deck gegeneinander austauschen. Also man kann Karten aus einem Side-Deck in sein Deck zwischen den einzelnen Duellen einfügen oder hinausnehmen oder was auch immer. Man kann halt Karten von seinem Side-Deck, das ist quasi die, also das Side-Deck ist quasi eine Anzahl von Karten, die man während zwischen den Match-Duellen in sein echtes Deck, also in sein Hauptdeck reinsetzen kann oder auch austauschen kann. Und es besteht, soweit ich weiß, aus insgesamt 15 Karten. Falls ihr es besser wisst, könnt ihr mich gerne korrigieren, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ja genau, 15 Karten. Ein Side-Deck ist ein 15-Karten-Deck, das speziell für Match-Duelle erstellt wird. Nutze dein Side-Deck nach dem ersten Duell, um dein Deck an die gegnerische Strategie anzupassen. Du kannst so viele Karten auswechseln, wie du möchtest, aber du musst nach dem Tausch dieselbe Anzahl Karten im Deck und Extra-Deck haben wie vorher. Mit anderen Worten, du musst dieselbe Anzahl an Karten haben, die du vor der Änderung hattest. Das erklärt sich von selber. Im ersten Duell entscheidet ein Stere-Stein-Papier-Spiel, wer wählen darf, welcher Spieler mit dem Duell beginnt. Im zweiten und dritten Duell darf der Verlierer des vorherigen Duells entscheiden, welcher der Spieler mit dem Duell beginnt. Wenn das vorherige Duell unentschieden endete, wird wieder ein Stein-Schere-Papier-Spiel gespiegelt, um zu ermitteln, wer entscheidet, welcher Spieler mit dem Duell beginnt. Du kannst den Verlauf eines Match-Duells auf dem Bildschirm, ja gut, das ist unrelevant. Hier oben steht es in dem Spiel halt. Und hier stehen die zwei, also wenn die zwei Punkte voll sind, dann hat man hier halt gewonnen in diesem Matchduell. Gut, wiederholen wir das nochmal. Was ist ein Matchduell? Ein Best of 3 Duell? Ein Best of 5 Duell? Oder Best of 5 Duell heißt es. Und ein Best of 7 Duell. Die Lösung ist ein Best of 3 Duell. Wie viele Karten befinden sich im Side-Deck? 40 bis 80, 30 oder weniger oder 15 oder weniger? Die Lösung 15 oder weniger. Wann spielst du Stein-Schere-Papier? Vor jedem Duell? Vor dem ersten Duell und nach jedem Duell, das du gewonnen hast? Vor dem ersten und nach jedem unentschiedenen Duell? Das müsste das hier sein. Ja, das war's zum Thema Matchduelle, eine besondere Art des Duells. Im nächsten Part schauen wir uns einige speziellen Karten an. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag, euer MKB. Ciao!